Heute geht's um WhatsApp. Das ist eine App für Smartphone, mit der du Bilder, Videos und Musikdateien versenden kannst. Chatten ist mit dem Programm auch möglich. Zum Senden und Empfangen von Texten, Bildern und so weiter brauchen alle Beteiligten die App. Nun brauchst du nur noch die Telefonnummer des Empfängers. WhatsApp benötigt eine Internetverbindung, deshalb solltest du dein Datenvolumen im Auge behalten, falls du keine Handy-Flatrate hast. Extrakosten entstehen keine, zumindest im ersten Jahr. iPhone-Besitzer zahlen eine Gebühr fürs Herunterladen. Das ist aber nicht das Einzige, was die App so macht. Wenn du die App installierst, liest sie alle Telefonnummern aus deinem Adressbuch aus und gleicht sie mit den Telefonnummern auf dem WhatsApp-Server ab. So werden an den WhatsApp-Server Nummern und Namen von Personen aus deinem Adressbuch übermittelt, die das vielleicht gar nicht wollen. Normalerweise braucht man aber das Okay des Betroffenen, bevor man dessen personenbezogene Daten weitergibt. Und Zugriff über deinen Account zu erlangen, ist nicht gerade schwer. Ein bisschen Software reicht schon aus, damit ich Nachrichten über deinen Account verschicken kann, ohne dass du es mitbekommst. Oh, verdammt. Lass mich in Ruhe. Nein. Das Risiko, dass dein Account gehackt wird, kannst du verkleinern, indem du nur gesicherte WLANs benutzt und niemandem die Seriennummer deines Handys verrätst. Fazit? WhatsApp ist ein praktisches Programm, um mit deinen Freunden in Kontakt zu sein. Denke jedoch daran, dass du mit der Installation die Nummern aus deinem Adressbuch preisgibst und Accounts leicht gehackt werden können. Ob du dieses Risiko eingehen möchtest, ist deine Entscheidung. Das ist das Wichtigste, was du über WhatsApp wissen musst. Bis zum nächsten Mal.